Dann bin ich habe einmal, zweimal Und ausgewichen. und ausgewichen. Genau, dann bin ich mit meinen drei Aktionen rum und nächste Kampfrunde, die vierte. Ihre macht Wort ziehen. Ihr Halkengardisten sind dran, du ziehst vor. Stopp, ich ziehe auch vor. Was willst du tun? Ich weiß, was du tun willst. Ich werde angreifen. Du wirst angreifen, habe ich mir gedacht. Ich möchte das erste Mal Kiaras angreifen, weil ich dann das zweite Mal vor dir angreife. Macht Sinn. Okay. Warte. Er Warte. hat bei drei Aktionen war es so, dass man 4 und dann 8 vorzieht. 4 und dann 8 verzögert, Genau, richtig? 4 und 8, genauso. Der Okay, erste dann kann er. Auf Kiaras mit einer plus 5 durch das Blindlicht schaffe ich nicht. Schade. Ja, das möchtest du vorziehen? Nein, nein, nein. Das ist ein. Gut, dann steche ich. Ah, das Du ist weißt, blöd. dass ich zu ihm auf DKS stehe, ja? Ich glaube, Ja. hab ich die letzte Runde nicht gesagt, weil es egal war, aber musst du dran denken. Wie lange gilt das Blendlicht noch? Diese Runde noch. Diese Runde noch? Dann weiche ich aus. Ob das ist okay. Gut, dann sehe ich doch vorne schlecht. Dann kannst du vorziehen. Und ich finde ihn wieder. Willst du mir noch nur den Kill stehlen? Und er schafft sogar. 10. Ich habe noch zwei ausweichen. Ich werde einmal für dich ausweichen. Den anderen hebe ich mir. Oh Mensch, da kann ich sogar zwei. Ist ein freies Ausweichen. Möchtest du nochmal zustechen, Geras? Ja, ich will nochmal zustechen. Dann los. Willst du nochmal ausweichen? Muss ich nicht. Muss ich nicht. Gut. Warte, Dann ich will nochmal zustechen. genau, mach deine dritte Aktion, dann bist du gleich durch. Ja, du hast ja drei, richtig. Ja, ich habe ja noch keinen Moment, Waffenmeister. warum ist die plus 4, wenn die aus BHK ist? Im Der BHK. macht Finte. Alles Finte. Achso, okay. Dann ist alles im Butter. Ja, ich weich aus. Geschafft, gut. Dann ist Kiaras durch. Ich habe noch einmal ausweichen gegen Yarlan und jetzt ist Yarlan dran mit seinem Angriff. Ja, machen wir es uns erstmal einfach. Ich hätte gerne nur eine Achterfinte. Kommt durch. Ich weiche aus. Schwert um 5 sollte schaffbar sein, oder? Nicht mit der Achterfinte. Das ist ein Treffer. Hä? Auf DKS? Du hast einen Ausweichwert von 20, ja? Ja. Erschwert um 5. Dann nochmal Erschwert um 8. Wieso denn Erschwert um 5? Der Angriff ist ja Blendstrahl. so gut, diese Runde noch, ne? Ja. Zum Glück denke ich dran. Dann hast du getroffen? Ja, aber es sind nur 10. Ja, brauchst du überhaupt eine Zone? Ja, eigentlich überall die gleiche Rüstung sind. Hab Ja, ich. es könnte der Kopf sein, fällt mir gerade so ein. Es Ja, sind dann nur würde. 10. Ja, 10 Preis, falls das wichtig ist, aber genau. Ja, 10 Preios interessiert mich nicht. Ja, falls Dann er, ich meine, falls er hast Resistenz gegen Profan du hat. eine Attacke. Du hast noch eine Attacke, ne? Richtig! Und jetzt kommt der Spaß. Und jetzt kommt der gezielte Stich. Ich habe Bei jetzt deine frei Rüstung. ausweichen kann ich auch noch, ne? Du kannst frei ausweichen. Ja, du kannst frei ausweichen. Ich habe Gezielter jetzt Stich. deine Rüstung nicht mit eingerechnet, Rüstung ist weil. 6, 6 halbiert ist 3. Ich wollte erstmal würfeln, um zu sehen, wie es Mit hinhaut, freien aber. Ausweichen probiert er allerdings eh nicht. Ach, mir fällt gerade ein, ich kriege im Übrigen gezielte Stiche um 1 erleichtert, aber da kenne ich Ja, keinen. Würfel Schaden. Ja. Es sind gerade mal 13 in den Torso. Andere Rüstung vorbei. Ja, 13 TP, Und SP. das ist eine automatische Wunde. Und seine Wundschwelle ist um 2 gesenkt. Ja. Zwei. Gut. Und Okay, ist das 2W6 extra irgendwie. Schaden für 2 Brustwunden. Ist das irgendwie ein Paktgeschenk, dass der durch sein Ausweichen keine Ini verliert oder was? Gezieltes Wenn Ausweichen du kostet dich keine Ini. gezielt ausweichst, dann nicht nur durch das freie Ausweichen verlierst du. Ich hab ja, Deswegen ich ja bin ja gut. nicht frei ausgewichen. Deswegen hat Frosty gerade spekuliert, aber soll er was dann doch nicht gemacht. Wie gesagt, nochmal 11 Punkte Schaden durch Wunden. Dann haben wir alle vorgezogen und wir machen weiter mit den Irrhalden-Gardisten. Einer bleibt am Boden liegen, die anderen gehen in den Sturmangriff. Wie viele Meter sind das noch? Hatten wir eigentlich bei den, die da drin sind, allen Schaden gemacht?
Ihr hattet bei allen Schaden gemacht. Also bei den 1, 2, 3, wie viele sind das? 9 Stück. Ja. Aber Aviander könnten sie. Wie viel Rüstung haben die an? Also warte, die laufen, ja genau, ich bin clever, die laufen mich vorbei. Dann schaffe ich den ersten auf Jalan. Ah, dann riskieren sie erstmal Passierschlag von Aviander. Ja, das mache ich gleich. Wie viel Meter darf ich? 27, ne? Wie viel Behinderung hast du? 7er Geschwindigkeit mal 3. Das sind 21, ne? Das war nicht die Frage, aber es ist die richtige Antwort. Dann kommt er auch nämlich nicht zu mir durch, oder? Warte. Nee, zu mir packt das glaube ich nicht. Kannst du nochmal durchmessen, wenn du willst. Er bleibt da liegen. Wundert mich, dass der Faktierer noch steht, ganz ehrlich. Hast du auch aber mir gehört, dass der 400 Jahre alt ist? Ja, wenn du einen 400 Jahre alt in die Brust stichst, stirbt er dabei normalerweise. Der hat auch 400 Lebenspunkte, der kommt aus DSA 1. Gut, dann werde ich, werd ich mal an Aviander vorbeilaufen und dich versuchen einmal... Moment, wie macht er das jetzt? Er hat sich doch gerade 21 Schritt bewegt. Nee, der, ach, das ist der andere, der andere. Hier, der hier, genau. Okay, der sorry. Ist aber mit Aviander im Nahkampf, also kriegt er definitiv jetzt einen Passierschlag. Ja, der kriegt einen Passierschlag von ihr. Ich werde erstmal einen... W20 mit Aviander würfeln. Ich glaube, die ist ziemlich gut. Vielleicht entwaffnet sie ihn sogar. Nee, es ist nur, sie darf ihn nicht entwaffnen. Das ist halt nur richtig. Der Passierschlag. Aber er gelingt. Dann genau, er gelingt. Das heißt, er bekommt 1W6 plus. Was macht ein Stab? Ich glaube 1. 1W plus 2. Kampfstab. Also ich weiß, ein Magierstab macht 1. 1W plus 1, oder irgendwie so die Richtung. Kann sowohl sein, Kampf als auch ein Magierstab machen 1W plus 1. 7. Also aber du hast den besonderen Trick noch gar nicht gehört, denn jetzt verliert der Junge noch ein W6 Inni. Das sind 6 Stück und das ist der, der sowieso schon geblitzt war, ne? Der hat dann nur eine Inni von 3. Der besondere Freund. Ja. Aber er darf dich trotzdem angreifen. Ja, wenn erstmal er... Mut. Mutprobe. Stimmt, sehr gut, dass du dran gedacht hast. Mutprobe, schafft er. Erhöhung 7. Ja, 6. Aber nur gerade so. 6 plus 7. Er hat eine 15er Mut. Und dann Attacke, Erschwert um, er ist noch geblitzt, 12. Und dann nochmal Erschwert um 4, weil er sich bewegt hat, also 16. Nö. Ach, eine Aktion Position, das ist nicht erschwert. Sobald du dich bewegst, ist es um 4 erschwert. Ich hab's auch erst nicht geglaubt, es ist aber wahr. Okay, mit einer 18 müssen wir auch nicht diskutieren. Das ist richtig. Einzige Ausnahme ist der Sturmangriff, weil da die Bewegung irgendwie ins Manöver gebacken ist. Aber, DSA halt. Gut, dann hat der Irrhalkengardiste dich nicht getroffen. Die 9 ist durch, dann kommen die weißen Hetzer. Die springen jetzt Isarun an. Glaub an dich, Isarun, du schaffst das. Ich glaub an dich. Danke, danke. Isarun ist unser stärkster Kämpfer. Anspringen 1. Also unser stärkster Kämpfer ist Abelmir. Nicht geschafft. Die springen an dir vorbei, versuchen an deinem Kleid hängen zu bleiben und sind dann jetzt mit dir im Nahkampf. Wenn Anspringen wie Sturmangriffe ist, kriegt sie jetzt auch bald einen Passierschlag. Anspringen ist ein Tiermanöver. Ich guck nach. Ein besonderes. Das ist einfach ein ganz besonderes. Der eine Kopf, sie anspringen, die anderen Köpfe jeweils riecht die Ziege. Ich weiß gar nicht, ob was? Die zwei... Lass die Arme ziehen. Ich weiß gar nicht, kann sogar sein, dass sie zwei Angriffe haben, aber ich werde jetzt trotzdem nochmal einführen. Dann sind meine weißen Hetzer durch. Aviander kann jetzt sich in den Nahkampf mit einem von diesen Leuten begeben und wird den erstmal binden. Okay, hier steht nicht, dass du ein Dings kriegst, also kriegst du wohl keinen. Dann habe ich noch einen Jagen gedisst, der hat auch schon gehandelt, Abelmir. Ja, ich würde mich, von hinten am besten, wenn es geht. Klar. Schaffe ich es daran? Ja. Und zuhauen. Ist erleichtert um 5. Hinten. Ja. Ich habe, der Attribut hat übrigens nicht eingetragen, also ich habe 2 Punkte mehr. Also. Ja, dann erträgt das natürlich bei deinen Waffen, glaube ich, nicht mit. Genau. PKK sollte aber richtig berechnet werden. 1W plus 9 habe ich jetzt. 1W plus 6. Da kommen noch 3 dazu. Also 11 Trefferpunkte. Das kann man sich schon geben. Zone. Schild auf, ja, was man das helfen mag. Schild, ja, also ich glaube bei Tieren ist die Zone egal. Na, die kriegen halt die Modifizierungsrüstung, aber... 10. Du hast 11 TP gemacht, ne? 11 TP, genau. Ja, der natürliche Rüstungsschutz ist 2, dann sind sie bei 9 SP für den Hund Nummer 1. Sich bewegt, aber mir ist fertig. Dann ist Rafim.
Ich gehe dahin und hau den Typen. Ja, erste Aktion, dann darfst du noch einmal hauen. Was hast du denn? Du hast deine Boron sicher, ne? Jo. Für sie aber in voller Kanüle. Also mit, nicht auf DKS, sondern auf S. Und zwar würde ich ihm gerne noch einen. Oh, einen Vierer Wuchtschlag mit reindrücken. Denk dran, wenn du dich bewegt hast, das ist Erschwerung 4. Ja, das reicht trotzdem. Keine Parade mehr. Pardon? Das waren zwei Fragen. Zum... Ach, I don't know. Pardon? Ja, warte. Ah, jetzt habe ich mehrmals gewürfelt. Wir nehmen den ersten. Ja, genau, wir nehmen den ersten. 26. Ah, ne, 17. Oh, schade. Den hätte ich gerne gehabt. 17. In den Kopf. 34. 20. Wow. Ja. Freie Aktion, Lolgramot hilft. Freie Aktion, Lolgramot hilft mir. Ja, freie Aktion, Lolgramot hilft dir nicht. 17, der 26 schon. Nee, 17 nein, ist der erste. Was macht denn Lolgramot hilft mir? Nee, das doch, die 17 ist die Attacke. Ist doch die 26. Sie ist, ja. Verdoppelt immer. Lolgramot hilft mir, verpachtet deine Seele an. 26 mal 2 sind 52. Ja, wie gesagt, freie Aktion, die hat er auf alle Fälle vor deiner E und er schreit dich an, Lolgramot hilft mir. Ja, aber er hat ja so jetzt so oft schon gehandelt. Wie ist er denn nochmal vor das meiner Das ist eine freie Aktion. Wie klingt der Junge eigentlich? Klingt er menschlich oder? Nein. Seine Stimme klingt aus den Niederhöllen und dann fährt die Boronsichel in seinen Kopf und spaltet ihn. Der damit, richtige Einzelner hier ist. Damit fällt er tot zu Boden. Scheint so, als hätte Lolgramot nicht geholfen. Kofim ist fertig, Iserun 19. Genau, ich greife einen der Hetzer an, und zwar den, der vor mir steht, also den da links. Mhm, der ist nicht im Nahkampf. So. Was? Nicht, nicht in, doch wohl beide du hast keine Überzahl, das meine ich, Entschuldigung. Ja, nee, das ist doch klar. Ja, gut. Ich greife ganz normal mit meinem Langschwert an. Ja, das ist Hund Nummer 2, dem geht's noch gut. Ach, dem hätte ich eigentlich auch einen Wuchtschlag reindrücken können, naja, hätte ich zu spät gesagt. Egal. Ah, dann. So, 10 mal rein. 10 minus 2 sind 8. Das war die erste Aktion. Wir hatten dich ja schon angesprungen, das heißt, sie beißen erst nächste Runde wieder zu, kannst du umwandeln. Prima, dann werde ich das nämlich auch tun. Kann ich Umgewandelte auch nochmal einen Wuchtschlag machen? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das jetzt ja. kann. Einmal eine plus 4 durchs Umwandeln und dann plus X für Wuchtschlag. Okay, dann machen wir das doch so. Okay, ja, das sollte geklappt haben. Dann so wieder die, ich mal. Das war ja. Genau, also eine Vierer Umschlag da rein. Und dann sind, oh, toll gewürfelt, egal, 11, also 9 Schaden. So, du hattest eben einen Wuchtschlag 4 gemacht, das sind nicht 10, sondern 14 Schaden, ne? Hey, wieso habe ich denn da jetzt plus? Weil dein, was, bitte? Dein Serpentinius dreifach verbessert. Der Waffenschaden ist gar nicht richtig eingetragen, oder? Doch, also Langschwert macht halt plus 4. Ja, ne? Und du hattest auch einen Wuchtschlag angesagt. Ja, aber erst bei der zweiten, ja, bei dem ersten gut, hatte ich es vergessen. Dann von daher, das ist schon alles richtig so. Und einmal 11 minus 2 sind 9 TP. Dann kannst du dem ersten auf alle Fälle schon mal den Kopf nicht ganz abschlagen, aber der hängt so halb runter. Siehst ja wohl, wie die Wirbelsäule gerade wegklappt und das Ding irgendwie verkrüppelt weiterlebt. Jalan ist fertig, Geras ist fertig. Nächste Kampfrunde. Hier bin Pik und Verdi. Kampfrunde 5. Ein Strahl fällt ab. Ein Blendstrahl, ja, okay. Ich meine, kommt darauf an, wie lange eine Kampfrunde ist. Fällt er dann in meiner Indie-Phase ab oder jetzt am Anfang der Runde? Na, du hast sie in deiner. Auf der 21 hast du deine gewirkt damals und dann wird er auf der 21 auch wieder abfallen. Das gefällt mir. So, Irrhalkengardisten wollen dich angreifen. Wir haben 9 Stück. So, dann werde ich Aviander mal kurz aus, so ein bisschen hier reinnehmen. Hey. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Dann gehe ich einmal hier hin. Wird das ein Sturmangriff? Einmal hier hin. Nö, kann Aktion Position könnte sich, glaube ich, ganz normal ranbewegen. Oh. Wollte Sturm angegriffen werden. Und die können mit einer Schrittaktion Position können sie sich dann wieder so ein bisschen hinter dich stellen, nachdem sie angegriffen haben. Ja, ich kann mich ja mit. Kriegst du, ja, du kriegst 2 Sturmangriffe und 2 normale Angriffe. Machen wir das so? Machen wir so.
Okay, die Sturmangriffe möchte ich gerne gegenhalten. Also nicht gegenhalten, ich möchte sie auch. Also du bekommst erstmal zwei normale okay, Angriffe. Erstmal, nur damit wir uns darüber im Klaren sind, die Jungs kommen auf S. Wenn sie auf N wollen, kriegen sie einen Passierschlag. Also erstmal würfeln beide eine Mutprobe. Das ist das Erste. Das ist das Wichtigste. Der Erste schafft es und der Erste kann nicht angreifen. Der Zweite erschwert um 7,15, schafft er ja. So, dann greift einer dich an mit seinem reißenden Schwert. Ich würfel einfach mal. Also wir sind auf S, dessen bist du dir bewusst. Eins, er hat kritisch getroffen. Nicht ja. bestätigt, aber kritisch getroffen. Also glücklich dann. Genau, und du wolltest das nicht parieren. Dies habe ich gesagt. Sind so. Nur 20 in? Nee, glücklich, nicht kritisch. Wird nicht heißt? Verlaufen. Glücklich heißt, meine Parade wird halbiert. Ach, deine Parade, okay. Dann erst wird die Parade halbiert. Aber du musst für den Crit bestätigen. So, gib mir jetzt. Achso, ich muss dir selber eine Zone geben. Das ist das linke Bein. Da habe ich, lass mich aufsummieren. 4 von meiner Rüstung plus 3 von Unverwundbarkeitselixier. Die Waffen sind nicht dämonisch? Die Waffen sind nicht dämonisch, nein. Das sind ganz normale, reißende Schwerter, ja. Dann habe ich. Kann ich nichts mehr aufbringen und habe 7, also krieg ich 3 Punkte Schaden. 3 Punkte Schaden. Dann bekommst du jetzt 2 Sturmangriffe in dein Gesicht. Die halte ich jeweils gegen. Ja, erstmal 2 Mutproben. Das ist beides gelungen. Mhm. Und jetzt die beiden. Ja, so, Sturmangriff ist eine plus 4, ne? Exakt immer. Gut, dann die. Die sind ja noch geblendet. Ja, die sind geblendet. Die laufen beide auf dich zu und kriegen jetzt, glaube ich, richtig, richtig einen in die Fresse. Gib mir einen winzig kleinen Moment. Ich muss peinlicherweise gestehen, ich muss ins Forum gucken und meinen Waffenmeister lesen. Weil ich ihn so lange nicht mehr benutzt habe. Ich glaube, du kannst einfach würfeln und gewinnst. Hier, denn ich bekomme das Gegenteil um 2 erleichtert. So, das ist nämlich auch für mich natürlich um jetzt 2 erschwert. Ich würfel den ersten gegen. Das ist die 2, da müssen wir gar keine Modifikatoren einrechnen. Mhm. Ich übrigens, es ist kein normales Gegenteil, das sind auflaufen lassen, weil sie ja die Distanz also verkürzen müssen. Das heißt, die kriegen ihren Sturmangriffschaden noch mit rein, also ihre halbe GS, nicht die plus 4. Ja, Würfelschaden. Richtig, das sind nur 15 plus ihre halbe GS, also plus 4, 19. In wuppdiwupp, den Schild da haben. Ja. Hatte der seinen Angriff geschafft? Er hatte seinen Angriff nicht geschafft, nee, beide nicht. Der kriegt er jetzt nämlich noch einen Passierschlag. Ich nehme an, die haben Kampfgespür und alles. Die haben Kampfgespür, ja. Ja, dann ist das eine 8er Erschwernis, 2 Erleichterung für die Ninimod der Waffe. Das war ein Schaden. Ignoriere dies bitte. Ist mal eine plus 8. Ja, eine plus 6, weil die Waffe hat einen Ninimod von 2, der kommt da als Erleichterung drauf. Das ist gerade so geschafft. Entsprechend gelungen. Und er kriegt damit nochmal 14 Schaden. Au! In das rechte Bein und er verliert bei der Gelegenheit noch 3 Punkte Ini. Der ist damit abgehandelt, kommt der nächste. Warte, ich guck gerade mal, ob ich den ganz aus dem Kampf nehmen kann. Doppel-1, er bleibt stehen! Okay. Kommt der nächste, wird ebenfalls gegengehalten. Ich verwende hierfür meine Waffenmeister-Aktion, ist entsprechend keine umgewandelte. Denn ich möchte gleich noch einen Angriff schieben. Wieder 2 erleichtert. Dies ist gelungen, wie viel hatte er? Weniger, okay, damit bin ich ihm auch hier voraus. Ja, mit dem Blitzstrahl. Auch hier kriegt er wieder seine halbe Geschwindigkeit durch das Auflaufen lassen obendrauf. Das sind für ihn glücklicherweise nur 17 in den Torso. Zählen wir hinterher die Wunden auf, damit ich den extra Schaden schmeißen kann. Ja. Und hat er seinen Sturmangriff geschafft? Nein. Okay, dann kriegt auch er den Passierschlag, der ist wieder erschwert um 8. Hier kommt die Attacke. Das ist ausnahmsweise mal nicht gelungen. Ja, dann und er kommt den W6 hinterher. Hier eine Brustwunde, das sind nochmal 6 Punkte Schaden. Nochmal 6? Ja. So, Junge, und weil ich gerade dran bin, würde ich eigentlich ganz gern direkt mal vorziehen und weitermachen. Ja, welchen von den Vieren? Alle, also guckst auf die Karte, den hier und ja, den hier. Das ist ein, wie heißt das Manöver? Befreiungsschlag. Das ist Erschwertung 4 pro Mann, also 12. Schön einmal ansetzen und dann mit dem Bauch einmal aufreißen. Erleichtert um 4 aus dem Waffenmeister. Also insgesamt Erschwertung 8. Der wird ein. Nicht geschafft. Okay. Ach genau, die stehen alle noch auf S. Krieg ich Passierschlag oder sowas, weil du ihn nicht geschafft hast? Leider nicht, nur Schlag. Schade, na gut. Dann machen wir weiter mit Rafim. Rafim bekommt 2 Sturmangriffe. Ich zieh vor. Ja, kannst du. Gefällt mir, klar. Wir haben nur die INI 9 oder so. Ja, die stehen hier vorher. Ist das ist der Trick. Oder, aber wie stören die mich überhaupt von da? Sie kommen von hier angelaufen und einer läuft haran. Sie standen gerade eben hier. Ich stand nicht da, weil sie haben es von hier nämlich nicht bis zu mir geschafft. Deswegen stehen sie ja hier. Ja, dann können sie doch ab 4 Meter können sie sich doch stumm angreifen. Ach, ab 4 Meter. Ja, 4 Meter brauchen sie. Ja, dann ziehe ich meine beiden freien Aktionen vor.
und stelle mich 2 Meter weiter nach vorne. Dann ja, Sturm angreifen. Ja, dann können sie den Sturm angreifen. Ja, also, okay, sie gehen jetzt 2 Schritte zurück und können dich dann trotzdem. Ja, ganz generell könnten sie das ja. Aber ich lasse es. Das ist schon hart, Power Gaming. Ich finde das gut. Also, wenn er die Karte so benutzt. Ja, dann können sie mich jetzt, können sie anfangen. Gut, dann gibt es eine Aktion Position und eine Angriff. Ja. Dürfen sie angreifen? Ja. Ja, dann greifen sie dich auf N an. Lässt du wahrscheinlich nicht zu, ich würfel einfach trotzdem mal den Schaden. Ja, mit der Distanzklasse werden sie beide nicht geschafft haben. Das ist richtig. Ich möchte einen von den Männern umreißen. Stopp. Wir machen jetzt erstmal die weißen Hetzer. Okay. Also, wir vergessen dich nicht, aber du musst nicht weiter vorziehen, weil gerade nicht viel mehr passiert an deiner Stelle. Ja, dann möchte ich aber gerne vorziehen vor den weißen Hetzer. Vor die weißen Hetzer, okay, gut. Dito. So, ich mache jetzt wieder einen Wuchtschlag. Hier muss jetzt gerade mal meinen Dings da suchen. Da ist meine Attacke. 5. Oh, das war, ich glaube, gleich auf Parade gedrückt, aber ist egal. Ist der gleiche Wert. Na gut. Aber nur weil es der gleiche Wert ist. Dann bitte. Sind nur die 8, aber das sollte den schaffen. 2. Ne? Damit kannst du auf alle Fälle den ersten Kopf abschlagen, der ist weg. Reicht aber nicht für den zweiten. Ja, aber Abelmir wollte doch auch noch vorziehen. Genau. Ich würde vorziehen und einen Blitzig find wirken. Blitzig find, wird er blind auf den Hetzer, der mir den Rücken zuwendet. Ja. Echt? Stimmt, der läuft ja auch hier so. So, dann bekommt dieser erst nochmal. Ja, er ist halt blind. Er macht halt gar nichts mehr. Gut. Ich glaube, das müssen wir nicht nachrechnen. Gut, dann, komm, die 1 würfel ich halt trotzdem mal. Ich fange an mit dem Blinden. Das da weiß er jetzt. Der Blinde beißt einmal zu. Nicht geschafft. Dann kommt der andere, der jetzt halb tot ist und nur noch einen Kopf hat. 1. Nicht bestätigt. Dann darf Iserun parieren, wenn sie will. Jawohl. Ich sag mal, ich. Ach nee, Meisterparade bringt mir was. +4. Ja, +3, sagen wir mal so. Das ist sowieso halbierte Parade, ne? Wegen der. Wieso halbiert? Das ist ein ganz normaler Wurf. Wieso? Glücklicher Wurf. Hat ein 1 gewürfelt. Ja, aber der hat es doch nicht bestätigt. Also es ist doch kein kritischer Erfolg. Nee, auch ein glücklicher Erfolg. Er macht keinen doppelten Schaden, sondern nur eine halbierte Parade. Okay, also meine Parade ist halbiert. Gut, genau. Dann schauen wir einfach mal. Deswegen solltest du keine Meisterparade. Na gut. Wow. Ja, er beißt in dein Schwert und knurrt dich an. Allerdings fehlt ihm wohl schon so viel Kraft, einfach weil du den Rest schon von ihm abgeschlagen hast. Und ja. Dann sind meine weißen Hetzer durch. Den anderen, der wie gesagt ist blind, irgendwo auf Initiative 0 oder so ein Blödsinn. Aviander versucht zu entwaffnen. Die Ereignetisten haben schon gemacht. Adeptus Major, du darfst noch einmal angreifen. Ich würde nochmal einen Wuchtschlag +4. Ich habe ja eine Erleichterung von 2 durch den Attributor. Und heißt, von 5 von hinten. Ah, also, genau. Und er ist blind, ne? Also hau halt alles rein, was du willst. Dann haben wir auch nochmal 3 draufhauen. Also 3, 7. Erleichtert um 5, erleichtert um 2, das ist +-0. Gut zur Lücke. Genau. Art Hockey. Geschafft. Schaden. Weggedacht +7, +2 sind +9. -2 sind 12. Dann bist du bei insgesamt 21 TP. Abelmir ist fertig. Raphim. Darf jetzt reinhauen. Ja, diesem Irrhalten hier möchte ich erstmal einen 5er Wuchtschlag reindrücken. Warte mal, erstmal. Boah, nee, ich muss ja die Attacke erstmal modifizieren. Ja, es gelingt mir, er kann ja nicht mehr parieren. Oder kann er, haben die 3 Aktionen. Oh, selbst dann kann er nichts machen, weil er gelaufen ist. Aktionen. Wie sind die eigentlich bewaffnet? Nur schwer? Reißendes Schwert und ich muss gerade gucken, was haben die noch? Einen Bogen haben die. Kurzbogen und schwarzes Schild. 23 Schaden in seinen Schwertarm. Ja, mit dem Schild könnten sie wohl zweimal parieren.
Ja, die haben diesen Arm eben schon Aktionposition. Ja, eventuell ihre Aktion fürs Bewegen rausgehauen. Ja. Der kriegt 23 Schaden. Ja. Der nächste? Dann kriegt der gleiche. Jetzt der erstmal, gleiche? Ja, der kriegt noch eine umgewandelte rein. die ist dann um 4 erschwert. Da lege ich noch einen einsamen Wuchtschlag mit rein. Ich glaube, dann ist er jetzt auch Matsch. Ja, warte. Nur 11. Nee, warte mal, das war der Schlagring. Das war der Schlagring. Ich kann sagen. Also, wenn du so auf Schlagring wechselt, dann. 19. Schreib mal die Szene. Ja, Rafim hat gerade sein Schwert aus dem Battlemönch gerissen, tritt 2 Schritte nach vorne. Die Gardisten stürmen auf ihn zu. Beide wohl immer noch nicht ganz sehend, blind. Brechen sie durch die Hecke. Rafim schneidet dem einen erst den Arm ab, wendet sich dann dem anderen zu und reißt diesen um. Ja, es gelingt, da er nichts machen kann, er fällt auf den Boden. Ja, ziehst ihm die Beine weg, während sein Kollege fassungslos seinen Arm anstarrt und du ihm dann den Rest von deiner Bohrensichel reinrammst, auf dass er dann jämmerlich beim Blutsprudeln und Gurgeln untergeht. Dann ist Rafim fertig. Iserun hatte vorgezogen. Du hast noch eine Aktion. Hast du noch, genau. Genau, dann. Schwert steckt schon am Maul. Muss nur mal den Lefzen langziehen. Hä? Der vor mir, der war doch schon tot, ne? Und der andere ist geblitzt worden. Nee, du hast einen Kopf abgeschnitten, aber der lebt noch. Du hattest jetzt gerade. Er hatte versucht, dich anzugreifen. Das hast du pariert und jetzt steckt gerade dein Schwert zwischen beiden seinen Lefzen. Jetzt musst du das einmal langziehen. Ja, dann würde ich das machen. Möchtest du eine Probe oder? Ja, klar, Probe, ganz normal. Aber wie gesagt, er hatte mit einer 1 angegriffen und du hast mit einer 1 pariert. Schaden. 2. Ja. Reicht. 10. Ja, der weiße Hetzer gerade das Schwert im Maul hat, muss dann Iserun nur ihren Schwertarm ein bisschen anspannen und bewegen. Und zieht ihm auf der einen Seite die Lefze bis zur Flanke durch. Iserun ist fertig. Jalan hat vorgezogen. Kiaras ist noch dran. Ja, meine erste Aktion. Ich nehme mein Rapier und ramme ihn in das Herz des toten Bakterias. Mhm. So richtig schön komplett rein. Noch einmal drehen. Zieh wieder raus. Nur um sicher zu gehen. Dann nutze ich meine freie Aktion. Ich glaube, ich habe 3 und bewege mich.